Hallo zusammen. Auch wenn es inzwischen mehr Videoclips über Kabinenrundgänge auf der AIDA Cosma gibt als Sand am Meer, möchte ich euch doch nicht die mehr oder weniger schlechten Erfahrungen vorenthalten, die wir jetzt auf unserer Tour gesammelt haben. Wir haben gebucht die Kabine 15299, eine Suite der Kategorie SC. Wir haben kurz hereinspaziert in das gute Gemach. Waren zu dritt unterwegs, zusammen mit unserem volljährigen Sohn, haben gebucht die Tour Mediterrane Schätze ab Barcelona. Und für diese Tour ruft AIDA ohne Flug den stolzen Preis von 6.500 Euro, dicker Daumen auf. Wir haben inzwischen ein paar negative Erkenntnisse gesammelt, die für eine Kabine dieser Preiskategorie meines Erachtens nicht unbedingt erforderlich sind bzw. vermieden werden sollen. Zum einen das inzwischen schon mehrfach angesprochene Thema der Minibar. Ich ziehe einmal ganz kurz die Minibar auf. So, und hier das Phänomen, ich hoffe, das ist erkennbar, dass zum Beispiel Coca-Cola, Red Bull in der Minibar zu zahlen ist, während das in den Bars in dem Getränkepaket enthalten ist. Das heißt, wenn ihr irgendwo an Deck geht, kriegt ihr das über das Getränkepaket kostenlos, da ist es mit enthalten. Hier in der Minibar ist zu bezahlen. Zweiter Aspekt, wie ihr hier sehen könnt, verschiedene Glassorten, allerdings bei drei Erwachsenen nur zwei von jeder Sorte. Das Thema hatten wir beim Steward angesprochen, wurde leider nicht beseitigt. Dann nutzt auch der Champagner nichts, der auf die Kabine gestellt wird, wenn dann der dritte oder die dritte Person den Champagner aus dem Weißweinglas trinken muss. Platz ist mehr als genug vorhanden hier. Und da auch. Dritter Aspekt. Die Kabine ist für eine Maximalbelegung von 5 Personen vorgesehen. Einmal der Schlafraum nebenan und dann hier das Wohnzimmer mit 3 Liegecouches. Hier die für unseren Sohn. Und wie, ich glaube, unschwer zu erkennen ist, eine Matratze, die viel zu schmal ist für die an sich recht komfortable und breite Couch. Verstehe ich auch nicht, warum AIDA hier eine, ich sag mal, 60, 70 cm breite Matratze auf die Schlafcouch drauflegt und das Ding einfach nicht breiter ist. Nächster Aspekt, den finden wir dann im Badezimmer. Augenblick, einmal hier rein. Auch hier für 5 Personen, großzügiges Badezimmer, 3 Haken für Handtücher. Auch das, denke ich mal, ist gespart am falschen Platze. Auch da gibt es ausreichend Möglichkeiten, hier noch weitere Haken anzubringen. Hier zum Beispiel, da ebenso unverständlich für mich. Die wesentlichen Aspekte, die uns allerdings dazu bewogen haben, diese Kabine nicht mehr zu buchen und jedem davon abzuraten, ist halt das große, schöne Sonnendeck hier oder die Terrasse. Sehr großzügig, allerdings mit einem sehr großen Manko ausgestattet. Von einer Sonnenterrasse erwarte ich, dass hier auch die Sonne drauf kommt. Das macht aber hier dieser riesige Deckenüberstand vom darüber liegenden Ocean Deck unmöglich. Ihr das seht, ich gehe gleich mal ganz kurz außenbord, hätte ich fast gesagt. Einmal rüber zur anderen Kabine, da seht ihr das vielleicht noch etwas deutlicher. Diesen großen Decksüberstand. Wenn man das mal vergleicht mit den Kabinen, die da drunter sind, die alle einen schönen Sonneneinfall haben, sind die beiden Suiten auf Deck 15 durch diesen großen Überstand deutlich gehandicapt. Und der für uns maßgeblichste Aspekt ist, direkt hier über uns ist das Deck 16, das Ocean Deck. Und hier haben uns die Möbelverschiebungen, die morgens ab kurz nach 6 stattfinden und bis weit in die Nacht reichen, einen gesunden Schlaf nicht ermöglicht. Oropax war nachher angesagt und selbst damit nur eingeschränkte Nachtruhe, weil das Leben geht oben auch bis 12, 1 Uhr, das heißt also maximal 5 Stunden einigermaßen Ruhe. Ein kleiner Aspekt noch für die oder diejenigen, die sich mit dem Gedanken hegen, die Panorama-Suite zu nehmen. Die hat auch eine sehr, sehr schöne Terrasse, wie ihr hier unten sehen könnt. Aber auch da ein
Aspekt, der unbedingt zu berücksichtigen ist, nämlich der Genussterrasse wird deutlich eingeschränkt durch hier oben den Infinity Pool auf dem Ocean Deck. Und von da schwappt in aller Regelmäßigkeit immer ein paar Spritzer direkt auf die darunter gelegene Terrasse, dass auch die nur mit Einschränkung zu genießen ist. Wie gesagt, die beiden letzten Aspekte haben mich dazu bewogen, auf jeden Fall davon abzuraten, diese Kabine auf Deck 15 zu buchen. Die darunter gelegenen Suiten mit Sicherheit sehr schön. Diese würde ich nie wieder buchen. Ich wünsche euch ein schönes Fernweh. Bis dann. Tschüss.